Regierung soll sich der harte Kern nennen und hat offenbar Verbindungen bis nach Finnland. 12 mutmaßliche Unterstützer und Mitglieder sitzen in Untersuchungshaft. Simone Elgarter. In Deutschland heißt es aufatmen. Alle China-Rückkehrer, die in Quarantäne waren, dürfen diese nun verlassen. Unterdessen ist in China das Coronavirus weiter auf dem Vormarsch, weshalb die Regierung jetzt medizinisches Personal anfordert. Stefan Wittmann. Der Bundesrat hat einem Gesetz zugestimmt, dass Wölfe künftig bereits getötet werden dürfen, wenn sie den Haltern von Nutztieren ernste Schäden zufügen. Eine Entscheidung, die Schäfer erfreut und Tierschützer verärgert. Mick Locher. Das arabische Emirat Dubai ist ja bekannt für seine ganz ungewöhnlichen Bauten. Den höchsten Turm der Welt, künstliche Inseln und jetzt auch das weltweit größte Haus, das mit einem 3D-Drucker entstand. Aber auch andere Branchen profitieren inzwischen von der neuen Technik. Peter Hantjes. Zeit für Veränderung fanden die Veranstalter der Miss Germany-Wahl, die gestern Abend stattfand, und kürten erstmals eine 35-Jährige zur Siegerin. Damit ist die Kielerin Leonie Charlotte von Haase die älteste Miss Germany in der Geschichte des Wettbewerbs. Dazu Alina Quast. Und jetzt noch das Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga vom Nachmittag der ersten. Und das war's von uns. Jetzt kommt noch das Wetter und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.